Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sarazar und viele von euch kennen mich sicherlich von meinen Gaming-Videos, vielleicht auch von meinen Reisereportagen oder meinen DJ-Gigs und Songs. Und heute möchte ich mich zunächst erstmal bei euch entschuldigen. Und zwar, dass im Jahr 2016 wirklich deutlich weniger Videos von mir gekommen sind. Und in diesem Video will ich euch erklären, warum das so ist und wie es in Zukunft aussehen wird. In meinem Video Die Zukunft und Vergangenheit von Sarazar habe ich ja bereits ein bisschen erzählt, was im Moment so alles bei uns los ist. Und im Moment ist richtig viel los. So bin ich mittlerweile in diverse Firmen und Projekte involviert, die Zeit kosten und die ich auf jeden Fall machen will, denn gerade in der heutigen Zeit sieht man, dass YouTube vielleicht auch nichts für ewig ist. Ihr habt die Videos der ganzen anderen, die darüber schimpfen, dass die Abo-Box defekt ist oder dass YouTube Sachen ändert, ja sicherlich gesehen. Und deshalb war es umso wichtiger, dass wir schon direkt Nebenstandbeine aufgebaut haben, die dann leider auch mal YouTube in den Hintergrund rücken lassen. Da wäre zum Beispiel die Arbeit bei der Playmassive GmbH, wo wir in verschiedene Firmen investieren, wo ich mich um Finanzen kümmern muss, um neue Partner, um Verträge und den ganzen Kladderadatsch. Obendrauf haben wir noch das Musiklabel Aerochrome gegründet, dann haben wir in Looter Kings investiert und wir haben sogar noch mehrere andere Firmen in der Pipe, wo wir noch gar nicht viel angekündigt haben, die aber auch noch sehr interessant werden könnten, vor allem auch im Bereich Gaming. Da werde ich euch aber zu einem anderen Zeitpunkt noch mehr erzählen. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass das jede Menge Zeit beansprucht und die fehlt dann oft für meine YouTube-Projekte. Und das tut mir wirklich leid, weil ich freue mich wirklich über jeden, der das hier unterstützt und der diese Projekte supportet und der immer wieder diese Videos schaut und vor allem auch die ganzen festen Community-Mitglieder, die ich schon seit Jahren gesehen habe, über die Freundschaften, die da entstanden sind und so weiter. Das ist einfach klasse. Und nach diesen ganzen Jahren muss ich sagen, dass mir das Produzieren von Videos auch noch jede Menge Spaß macht. Und den Spaß habe ich, wie gesagt, auch beim Auflegen oder bei unseren Partys, die wir veranstalten, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, dass der Sarazar viel um die Ohren hat und muss nicht mehr unter die Videos schreiben, ey Sarazar, wo bleibt dieses Video, du und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall werde ich dieser Plattform erhalten bleiben und werde auch weiter Videos drehen. Das soll gar nicht die Message des Videos sein. Jedoch werde ich diese Videos nur noch drehen, wenn ich wirklich hinter dem Projekt stehe und daran auch Spaß habe. Und das kann auch bedeuten, dass mal ein paar Tage oder auch mehrere Tage kein Video kommt. Und es kann auch bedeuten, dass vielleicht ganz andere Projekte kommen, die ihr euch so gar nicht vorstellt. Weil ich YouTube gestartet habe aus einem Grund. Und das war die Passion für Videos. Und genau die will ich mir nicht nehmen lassen. Und genauso kann ich auch die anderen Projekte gerade für unsere Zukunft leider auch nicht schleifen lassen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, es kommen nur noch Videos, wenn ich auch sage, ich habe Bock drauf und stehe dahinter. Denn so kann ich die Zeit, die ich für YouTube habe, nutzen, um mir auch mal ein paar andere Sachen auszudenken. Oder halt auch ein bisschen mehr Zeit in die Videos stecken. Ich bedanke mich hier also ganz herzlich bei jedem Zuschauer und ich werde natürlich auch den anderen Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter treu bleiben und da auch fleißig und regelmäßig Content hochposaunen. Allerdings nur, wenn ich eben Lust drauf habe und wenn mich nichts mehr dazu zwingt. Und dann kann man viel freier produzieren, tolle neue Sachen ausprobieren und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn auch du weiterhin dabei bist. Vielen Dank an dieser Stelle wirklich nochmal an jeden einzelnen Zuschauer und ich kann euch sagen, bleibt am Ball, es wird auf jeden Fall was kommen. Vielen Dank, einen wunderschönen Tag euch noch und wir sehen uns wieder, auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.